geschneit und deswegen bin ich nach draußen gegangen, um euch meine neuesten Mützen, Beanies und Long Beanies vorzustellen. Tolle Muster, einfach gemacht, simpel gemacht, besonders gemacht, in jeder Größe. Mit doppeltem Bund, wenn du möchtest, schön warm, passgenau, mit Tipps und Tricks. Und das einfach gemacht, wirklich einfach gemacht, simpel. Und wer noch nicht stricken kann, ich habe auch eine tolle Strickschule, eine Häkelschule. Einfach mal reinschauen bei kreativ-reich die Kekaplauderei auf der Startseite. Das ist so eine kleine Leiste, da steht Playlist. Und wenn man die anklickt, da kommen alle Ordner und man findet das ganz einfach. Auch Edelrostsachen und Beton, Upcycling, was mir so wichtig ist. Auch mein Geldbeutel ist klein und es muss nicht teuer sein, man kann upcyclen. Ob jetzt da Bettwäsche und Stricksachen und alte Klamotten für Betonsachen. Edelrost-Deko mit Kunststoff und meiner Paste, die ich entwickelt habe. Rezepte, Deko für Haus und Garten, Balkon, Terrasse. Und ich bin vom Dorf, also gibt es auch viel von draußen und auch die passenden Rezepte. So, heute sind wir aber in der Strickstube. Schaut mal, tolle Mützen für ganz klein und ganz groß. Einfach gemacht, simpel gemacht, weit, eng, Kopfform, wie du das möchtest. Es wird alles gezeigt und erklärt mit einem tollen, einfachen Muster. Kuschelig warm und besonders. Und das von mir, von Kerstin. Meine Idee, Entwürfe und Fertigung. So, und jetzt legen wir mal los, bevor wir alle eingeschneit werden. So, bei mir sind es dann insgesamt 72 Maschen und ich schlage sie ja rechts links an, weil das gibt so ein schöner fester Rand, sieht aus wie Perlchen und die leiern nicht so aus. Wirklich eine ganz einfache Art, es zu machen, man muss sich nur mal ein bisschen Zeit geben. Die Hilfsnadel ist da drinne, damit das wirklich locker wird, sonst wird der erste Die erste Reihe so extrem eng und schnürt dann ein und das sieht nicht gut aus. Deswegen nimmt man eine Hilfsnadel dazu oder einen Schaschlikspieß, das geht auch. Und die kommt nachdem man die Maschen angeschlagen hat, wieder raus. 72 Maschen sind es bei mir. Du musst so und so viele Maschen anschlagen wegen der Kopfform, damit es passt. Es muss durch vier teilbar sein, eine ungerade Zahl. Das ist ganz, ganz wichtig, eine ungerade Zahl, wenn du es durch vier teilst. Bei mir sind es 72, sonst kommen wir mit dem Muster nicht hin. So, wir fangen an mit vier rechts, vier links, eins, zwei, drei, vier, dann vier links. Und so im Wechsel. Eins, zwei, drei, vier. Vier rechts, vier links, vier rechts, vier links, bis vorne. Und die letzte muss abgehoben werden. Ganz, ganz wichtig, sonst wird es viel zu weit und würde die Form nicht halten. Wir haben mit rechten Maschen angefangen und mit links, vier links müssen wir enden. Und die letzte, wie gesagt, wird abgehoben. Dann kommt einfach der Faden nach vorne und die letzte abheben, nicht stricken. Wirklich, sonst wird es ganz unschön. Vor allen Dingen, wenn man so Strickjacken hat vorne, Schals, also ganz schlimm sieht das dann aus. So, wenn hinten links ist, ist vorne das Strickbild wieder rechte. Und dann musst du entscheiden, 8 oder 10 oder sogar 12 Reihen in dem Muster, bis wir das erste Mal verkreuzen. Das geht ganz easy. Kommt auf deine Wolle drauf an. Und wir müssen vorne sein. Es wird immer vorne bei den rechten Maschen verkreuzt. Und dann guck mal, wie viel Reihen du stricken möchtest, wie du es am schönsten findest von der Hälfte des Bundes da, ne? Ist halb hoch, dann wird verkreuzt. Dann stricken wir im Muster noch mal weiter hoch, die gleiche Höhe. Und dann kommen wir zum Knick.
wenn du einen doppelten Bund machen möchtest. Ich mache das gern doppelt, erstmal ist es wärmer, zweitens mal hält besser, aber du musst es nicht machen. Du kannst dann auch, nachdem du das Muster für die Vorderseite des Bundes fertig hast, dann gleich mit dem Muster von Kopfform anfangen. Das liegt bei dir, ich mache einen doppelten Bund. Aber das ist alles gar kein Problem. Entweder so oder so. Und so, dann kommt jetzt schon das Muster raus. Hier haben wir die Wellen. Kraus rechts und hier glatt rechts. Und vorne wird immer verkreuzt beim glatt rechten. Dran denken, letzte Masche bitte abheben und jetzt entweder 8, 10 oder gar 12 reinstricken, wie dir es am besten gefällt. So, wir sind auf der Vorderseite, ganz, ganz wichtig. Und jetzt verkreuzen wir. Wir brauchen eine Hilfsnadel dazu, wieder einen Schaschlikspieß. Und dann nehmen wir zwei Maschen runter von den rechten Maschen und ich stecke das immer so ein, dann rutscht es mir nicht weg. Und dann werden zwei rechte Maschen gestrickt. Eins, zwei. Dann kommt der Faden nach vorne. Die werden rausgezogen langsam. Und dann werden die ersten beiden gestrickt. Das ist wirklich alles. Mehr ist es gar nicht. Das ist so easy und sieht dann so toll aus. Und er denkt dran, wirklich letzte Masche nur abheben, nicht stricken. So, jetzt die mittleren vier in links. Werden wieder zwei abgehoben. Einstechen, dann rutscht euch nicht weg. Den nächsten rechten wieder gestrickt, Faden nach vorne, dann die zwei gestrickt und so machen wir die ganze Reihe durch. Dann müssen wir wieder im Muster 4 rechts, 4 links, 8, 10 oder 12 Reihen stricken, so wie du das zuerst gemacht hast. Dann wird eine Reihe auf der Rückseite in rechten Maschen durchgestrickt. Einmal komplett rechts, dann gibt es nämlich ein ganz toller Knick automatisch. Und dann wechseln wir für innen das Muster in zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links und das immer wieder wiederholen. Oh, verkehrt. Ich muss da verkreuzen. Zwei rechts, zwei links. Und das stricken wir so hoch, dass wenn wir es knicken, der erste Teil mit dem Verkreuzen, dass das gleich hoch ist mit der Rückseite. So, vor lauter Reden habe ich jetzt vergessen zu verkreuzen. Aber egal, einfach wieder rückwärts und dann wird verkreuzt. Das zeige ich dann aber auch nochmal, wie gesagt, jetzt verkreuzen und dann in Muster 4 rechts. Vier links im Wechsel die gleiche Reihenzahl noch mal stricken wie bis zur Verkreuzung und dann auf der Rückseite eine Reihe rechte Maschen. Das ist das nächste. So, genug geredet, es geht weiter. So, ich habe jetzt meine Höhe erreicht und jetzt ganz, 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 ganz wichtig auf der Rückseite eine Reihe feste Maschen, rechte Maschen durch, weil dann knickt sich der Bund von alleine. Das ist wie eine Falte. Aber das geht wirklich nur, wenn du auf der Rückseite eine Reihe rechte Maschen machst. Und dann müssen wir das Muster für den Doppelbund verändern, was sozusagen innen dann liegt. Wenn du nur einen einfachen Bund machen möchtest, lässt du das bitte weg mit dem Knick, mit der einen Reihe rechte Maschen.
und musst dann mit dem Muster gleich anfangen. Dann lässt du das jetzt raus. Warum müssen wir das Muster wechseln im Inneren, wenn wir einen doppelten Bund machen? Ganz einfach, es muss flexibler werden, es muss noch enger werden, wie sozusagen ein Gummi, damit das noch fester anliegt am Kopf und das Ganze ein bisschen in Form hält. Deswegen wird es jetzt geändert und deswegen stricke ich jetzt die nächste Höhe in der Breite vom vorhandenen Bund in zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links im Wechsel. Letzte wird abgehoben, wie gesagt. Und dann sitzt das Ganze wirklich richtig bombig. Auch wenn du ein Stirnband machen möchtest, ist ja die gleiche Art, dann strickst du das genauso. Und auch für einen Schalkragen von Hals genau das gleiche, weil es ja richtig sitzen muss. So, und jetzt fange ich an mit zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links. Und das immer im Wechsel und genau auf die Höhe von dem Bundteil, was du schon gestrickt hast. Und das klappt sich dann automatisch rum. Und das sieht man hier auch. Auch ein doppelter Bund. Und das klappt sich genau da, wo die rechte Reihe war, schön ordentlich um und bleibt auch so. Hier auch. Da ist die rechte Reihe. Und da klappt sich das um und sitzt auch. Wellert auch nicht. Oder klappt nach unten. Und das ist jetzt das Nächste, was wir machen müssen. So, der Bund in Doppelt ist jetzt fertig. Du kannst, wenn du möchtest, jetzt einen Farbwechsel machen. Aber das liegt ganz bei dir, wie du das möchtest. Die Mütze geht so weiter in diesem Muster diesmal. Ich fotografiere es dann nochmal ab und dann kannst du einen Screenshot machen oder einfach mit der Hand abschreiben. So, ich habe jetzt die nächste Wolle. Selber gekauft, keine Werbung und mache jetzt erst einmal auf der Vorderseite eine Reihe feste Maschen. Warum? Weil dann sieht das am ordentlichsten aus. Wird mir jetzt gleich rechts, links machen, dann ist so ein Absatz drin. Und jetzt eine Reihe rechte Maschen. Und danach mache ich das Muster weiter. Also es wird hier hochgeklappt, nur weil es ein doppelter Bund ist. Und dann mache ich über die mittleren drei Zöpfe das Muster weiter. Das heißt, genau wenn ich oben drüber bin, mache ich dieses Muster hier weiter. Der einzigste Unterschied ist, auf der Vorderseite mache ich jetzt bei diesem Muster immer nur rechte Maschen. Und auf der Rückseite mache ich dann vier linke, vier rechte, vier linke, vier rechte, vier linke und dann weiterhin rechte. Das ist ganz wichtig. Auf den Seiten auch nur noch rechte Maschen, aber auf der Rückseite dreimal vier linke. Und dann entsteht das Muster auch, aber die Zwischenräume sind größer von den Wellen hier. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das machst. Ich sage jetzt extra keine Maschenzahl auf den Seiten, weil ich weiß ja nicht, wie viele Maschen du am Anfang genommen hast. Aber mittendrin die drei Zöpfe, sozusagen die Verkreuzungen, setzen sich jetzt am Kopfteil fort. Und dann strickst du nach Wahl 8, 10 oder 12 Reihen dazwischen und verkreuzt dann wieder auf der Vorderseite wie gezeigt. Ganz, ganz wichtig. Und dann entscheidest du die Länge. Entweder Kopfform oder Beanie oder Long Beanie. Wenn man dann auf einer Höhe ist, wo man sagt, könnte passen, nimmt man einfach die Rundstricknadel, zieht das ein bisschen zusammen, legt sich es um den Kopf herum und guckt, ist der Oberkopf geschlossen? Wenn ja, dann werden zum Schluss drei Reihen gestrickt im Muster, immer zwei Maschen zusammen.
Und das wird auch gemacht bei der Beanie und bei der Long Beanie. Aber die Länge entscheidest du. Aber wie gesagt, jetzt erstmal eine Reihe rechte Maschen. Und dann wird auf der Vorderseite rechte Maschen gestrickt und hinten nur mittendrin die 3x4 linke Maschen. So, ich zeige es mal, also Farbwechsel, das wäre dann vorne so, mir gefällt das nicht, deswegen habe ich eine Reihe rechte Maschen gemacht. So, jetzt klappe ich es hoch und guck, wo fangen meine mittleren drei Verkreuzungen an. Dann gucke ich ganz genau, welche Reihe ist das? Welche Reihe ist das? So, und dann komme ich hinten genau bei dieser Masche raus. Dann mache ich mir eine Stecknadel rein. So, dann drehe ich das rum und mache jetzt bis dahin rechte Maschen. Weil wir machen es jetzt ein bisschen anders, dass das grobmaschiger wird. Und vor allen Dingen geht es auch wesentlich schneller stricken. Jetzt stricke ich genau bis zur Habe ich gleich die Stecknadel erreicht bei meiner Masche. Noch eine. Und dann machen wir das Muster. Auf der Rückseite wird nur das Muster gemacht. Vier linke. Eins, zwei, drei, vier. Vier rechte. Eins, zwei, drei, vier. Vier linke. Eins, zwei, drei, vier, vier rechte. Eins, zwei, drei, vier, vier linke. Eins, zwei, drei, vier. Also 3x4 linke. Dazwischen die rechten und dann der Rest wieder rechte. Das sieht man dann bei der nächsten Reihe, das ist gar kein Problem. Vorderseite nur noch rechte Maschen, Rückseite 3x4 linke Maschen in der Mitte. Letzte Masche abheben und dann bitte zählen nach 8, 10 oder 12 Reihen dann immer. Verkreuzen, so wie du das am schönsten findest. Wer fester strickt, der sollte vielleicht mehr reinstricken. Da war nur ein bisschen Faden erwischt. Wer lockerer strickt, wie es einem am besten gefällt. Nur dann musst du wirklich immer bei der Maschenzahl bleiben. Und es praktisch ist dann, zwei Reihen gibt immer eine dickere Welle. Und dann kann man gut zählen, bis man wieder verkreuzen muss. Dann hat man nämlich vier, fünf oder sechs dickere Wellen und dann verkreuzt man immer auf der Vorderseite, sonst funktioniert es nicht. Letzte abheben. Aber ich glaube, jetzt habe ich es wirklich gut erklärt. Dreimal in der Mitte sind dann die Verkreuzung, ansonsten auf den Seiten rechte Maschen. Also wie gesagt, nochmal zur Erinnerung. Auf der Vorderseite, da wo der Knick hochkommt, nur rechte Maschen und hinten in der Mitte dreimal die vier linken und sonst immer nur rechte. Sorry, ich habe gewackelt. So, wir sind jetzt auf der Vorderseite und zum Klappen, wenn du ihn so gemacht hast. Und hier sind jetzt die drei mittleren Zöpfe. Sicher, bei der Wolle sieht man es so nicht besonders gut, aber das Muster ist toll, wenn man es dann angezogen hat. Vorne immer rechte, wie gesagt, hinten nur die mittleren drei Verkreuzungen linke. Ich habe jetzt da einmal verkreuzt
dann verkreuze ich nochmal. Und wenn du genau hinguckst, gibt es hier größere Wellen. Und wenn du die zählst, hier habe ich verkreuzt, dann kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wellen, also 12 Reihen. Eine Welle sind 2 Reihen. Und dann verkreuze ich. Dann entsteht wieder eine Welle, das ist die Verkreuzungswelle. Dann wieder 6, verkreuzen, 6, verkreuzen und so auf deine Länge hocharbeiten. Kopfform immer mal anprobieren, ganz einfach den Bund hochklappen, um Kopf herum machen, mit der Rundstricknadel ein bisschen zusammenziehen, das geht super mit. Und wenn das dann wirklich hinten komplett schließt am Hinterkopf und du sagst, das ist meine Form, dann werden immer 3 Reihen lang 2 Maschen im Muster zusammengestrickt. Und dann werden die letzten Maschen einfach auf also den Faden großzügig abschneiden, den Faden dann auf eine große Nähnadel machen und groß und dann da die letzten Maschen einfach abschieben von der Rundstricknadel auf die Nähnadel drauf und gut vernähen. Das zeige ich aber dann noch. Das ist wirklich der Rest. Dann nur 3 Reihen, immer 2 Maschen zusammenstricken im Muster und dann kannst du entweder Kopfform machen, Beanie oder Long Beanie. Anprobieren und dann so gestalten und stricken, wie du das schön findest. So, ich habe jetzt meine Höhe erreicht und dann stricke ich immer 2 Maschen zusammen. Und das 3 Reihen lang. Dann hat man so einen schönen Abschluss. Wir bleiben im Muster. Ich muss noch einmal verkreuzen. Dann habe ich 5-mal verkreuzt im Kopfteil, nicht der Bund. Und dann bleibe ich einfach im Muster. Ich bin vorne, also kann ich nur rechte machen. Macht es sowieso einfach. Einfach 2 Stück zusammennehmen auf die Nadel und dann zusammen abstricken. Und dann muss ich noch einmal verkreuzen. Du strickst deine Höhe, deine Länge, wie gesagt. Und wenn zum Schluss nur noch eine übrig ist, dann hebst du sie ab, sind 2 Stück übrig, dann strickst du sie bitte zusammen. Die letzten werden dann nach 3 Reihen auf eine Nähnadel geschoben und dann vernäht. Das zeige ich dir noch mit einer anderen Farbe, das ist einfacher, aber jetzt erstmal so. Und dann ist er auch schon bald fertig. So, ich habe jetzt 3-mal immer 2 Maschen zusammengestrickt. Jetzt schneide ich wirklich großzügig ab. Die letzten Maschen habe ich noch auf der Nadel. Dann mache ich den Faden auf eine dicke Nähnadel. Und ziehe wirklich die letzten Maschen nur noch rüber. Hebe sie ab. Es gibt so den schönsten Abschluss. Dann ziehe ich mir das zusammen, vorsichtig, nicht, dass ich den Faden durchreiße. Und auf der Rückseite innen vernähe ich das Ganze. Auch nochmal durch die Maschen durch. So hoch, runter, dass ich das wirklich ganz toll zukriege. So 3-4 Mal rundherum. Dann habe ich einen ganz sauberen, tollen Abschluss. Und dann kann ich zunähen, aber nur bis zum Knick. Wenn du verschiedene Farben hast, bitte dann benutze auch den Faden passend in den Farben, wie du gestrickt hast. So, dann lege ich es aufeinander, wir nähen es innen zu, am besten nochmal feststecken mit Stecknadeln, dass es genau übereinstimmt. Und dann gehe ich
durchstrick. Nach vorne so ein Zentimeter, anderthalb und dann wieder einen halben Zentimeter zurück. Dann wieder nach vorne und einen halben Zentimeter zurück. Nach vorne und einen halben Zentimeter zurück. Und dann nähe ich komplett zu bis zum Knick. Dann drehe ich das Ganze auf die rechte Seite. Nähe den Knick auf rechts. Den Bund dann halt, ne, den doppelten Bund, wenn ich den gemacht habe. Den drehe ich auf rechts zusammen, weil er hochgeklappt wird, dass man die Naht nicht sieht. Aber jetzt erstmal bis zum Knick auf der Innenseite. So, ich habe jetzt in der passenden Farbe bis genau zu dem Knick genäht. Da hatte ich mir zusammengesteckt mit einer Stecknadel. Jetzt drehe ich das Ganze um, mache es auf rechts. Und wenn du einen doppelten Bund gemacht hast, nähst du jetzt auf rechts noch den Umschlag zusammen. Sonst würde man ja die unschöne Naht sehen. Auch wieder einen halben Zentimeter zurück, so einen Zentimeter anderthalb nach vorne und schön zugenäht. So, und dann ist die Mütze, die Beanie oder Long Beanie, so wie du so gearbeitet hast, mit dem besonderen Bund fertig. Ich hoffe, es hat gefallen, du konntest es gut umsetzen, hattest Spaß bei mir. Noch viel, viel mehr Ideen, ob Mützen, Schals, Häkeln, Stricken, Basteln, Beton, Edelrost, Rezepte, Dorfkindgesachen, Deko für Haus und Garten findet man immer am besten auf meiner Startseite kreativ-reich die Kekaplauderei. Da ist oben eine kleine Leiste, da steht Playlist. Wenn man die anklickt, kommt allein ein Ordner nur mit Mützen, Schals, Beanies und. Das ist immer am einfachsten zu finden. Und jetzt sage ich toll, dass du da warst, dass ihr da wart. Alles Liebe und bis wieder mal. Schön gesund bleiben oder gesund werden. Eure, deine Kerstin. Tschüss.